die drei ersten Kommentare aus meinem letzten Video. Wenn ihr auch da zu sehen sein wollt, dann müsst ihr die Glocke aktivieren. Oder wenn ihr mir einen lieben Kommentar schreibt, dann wähle ich den liebsten aus und stelle ihn auch hier vor. Hallo meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich aus unserem neuen Schlafzimmer. Das habt ihr ja noch gar nicht gesehen, weil im letzten Vlog habe ich es nicht mehr hergezeigt. Das war schon so spät. Und gestern haben wir nicht gevloggt. Gestern haben wir uns mit Essen einkaufen beschäftigt und Foodhaul haben wir auch gedreht. Das habt ihr schon, wahrscheinlich schon gesehen. Auf jeden Fall unser neues Schlafzimmer. Ich zeige es euch gleich mal. Also, das ist unser neues Riesenbett. Das hat eine Breite von 2,40 Meter. Und die Schlafaufteilung schaut so aus. Da schläft der Baba, da schläfe ich. Und da schläft jetzt die Luisa noch. Da habe ich jetzt so ein Stillkissen dazu getan, damit sie hat, also wir haben einen Rausfallschutz, aber ja, damit sie sich da nicht wehtut. Wenn das Baby dann auf die Welt kommt, wird das Ganze sich ein bisschen dann verändern, weil dann das Baby hier schlafen wird mit mir. Und mal schauen, ob die Luisa dann noch bei uns bleiben möchte. Hier wird extremst gekuschelt, wie ihr seht. Ja. Hm? Mama. Magst du auch bei uns schlafen, Lara? Kann ich nicht vielleicht, aber kann ich in den Hochstein schlafen? Ja. Möchtest du? Ja. Aber wenn ich will. Wenn du mal schlecht träumst, kannst du zu uns kuscheln kommen. Aha. Gute Idee. Jetzt haben wir ja genug Platz. Ich habe schon mal geträumt, dass ich mal in einer Stadt war und du schon alt warst mit. Und du alt warst und der Papa und die ganze Familie schon tot waren. Oh. Das habe ich erinnert. Und warst du traurig? Mhm. Meine Lara. Und dann hat dein Mutter mich getötet. Oh nein. Das war aber nur ein Traum. Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall. So schaut jetzt das Schrank oder unser Schrank aus. Wie ihr seht, haben wir keine Schiebetüren mehr. Ich bin noch nicht so ganz beeindruckt davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil für mich das Ganze so ein bisschen unordentlich ausschaut. Also könnt ihr mal gerne schreiben, ob ihr irgendwelche Tipps habt oder so. Ich hätte am liebsten einen weißen Schrank, weil dann würde das Ganze ein bisschen heller ausschauen. Aber natürlich durch die ganzen bunten Klamotten schaut das ja trotzdem dann irgendwie chaotisch aus. Ja, und hier haben wir jetzt ein freies Plätzchen. Aber hier war das Babybett. Aber das haben wir ja weggemacht. Und ja, deswegen weiß ich noch nicht. Ich habe auch schon vorgeschlagen, eventuell den Schrank rüber zu schieben, aber das ist egal. Weil dann haben wir diese Lücke dann da oben irgendwie, ja, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall, das Bett ist ein Traum. Das ist riesengroß, aber wenn ich hier in dieser Ecke dann stehe, wir haben super viel Platz. Hier, also von hier, da sieht man das ein Bett, noch ein Bett. Ja, da ist unsere Matratze, da. Also unsere alte Matratze und hier ist dann die neue Matratze, die wir vom Ikea gekauft haben. Und ich liebe das. Wir haben alle wirklich super viel Platz. Und die Kommode. Papa muss noch sein Werkzeug wegräumen, wie ihr seht. Das ist wie das Schlafshirt. Ja, auf jeden Fall, wenn der Papa das hier wegräumt, dann schaut es richtig wohnlich schon aus. Ja, und jetzt haben wir hier die Aufteilung so. Hier habe ich mal die Windel nur von der Luisa. Feuchttücher, so Schlafsack, was man dann später braucht im Winter. Unseren Nosibo-Nasensauger. Eine Gatschhose, die Luisa dann jetzt für Kindergarten braucht. Und hier ist die Abteilung von Luisas Klamotten. Und hier vom Baby. Das Baby hat auch schon zwei Sachen. Schaut mal, zwei Babybodies. Und ja, so ein paar Mulltücher. Und die ersten Windel, die man so ja, schon geschenkt bekommen hat. Ja! Das muss ich auf jeden Fall noch auffüllen, wie ihr seht. Schreibt mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, falls euch so ein Video interessieren würde, wenn ich mal Babyklamotten shoppen gehe, mache ich wahrscheinlich so ein Haul. Wäre super spannend, oder? Freue ich mich. Ja, auf jeden Fall, so schaut unser Schlafzimmer jetzt aus. Und wir sind alle angezogen, wie ihr vielleicht seht, weil wir am Sprung sind. Wir müssen jetzt Schulsachen einkaufen gehen für die Kinder. Und für die Lara und die Luisa brauche ich auch für Kindergarten noch so ein paar Sachen. Ja, deswegen, ab September sind dann alle Kinder aus dem Haus. Unglaublich. Ich war schon lange nicht mehr wirklich ganz alleine zu Hause. Oh, ich bin so aus der Puste. Na gut, mein Lieb, ich würde mal sagen, let's go, gehen wir einkaufen. So, wir sind jetzt auf dem Weg. Wir fahren jetzt ins Donauzentrum, oder? Ja. Ich habe mir noch einen Snack gemacht. Ein Brötchen. Kannst du das machen, oder? Ich kann auch aussteigen, wenn du willst.
Sarah, ich bin ein Biber. Kannst du meinen Bauch kurz halten? Ja. Damit ich mich anschneiden kann. Hey! Du kannst die nicht kaputt essen. Na, das ist ein Mortadella-Brot. Okay, dieses Brot ist nach Alkohol. Nochmal. Ich hätte nochmal. Auf jeden Fall habe ich mir so ein Mortadella mit Käse gemacht und er hat mir auch einen Kinderkram gemacht. Komm. Du musst immer viel essen, sonst wird es schlecht. Weißt du, Papa? Hast du den Gutschein eh mitgenommen, ja? Passt. Also, let's go. Michael, du hast die Zettel dabei, ja? So, wir düsen jetzt ab. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier im Donauzentrum. Aber Luisa! Was machst du? Sie will mir keinen Kuss geben. Kein Kuss. Und wir gehen jetzt zum... Sie ist super. Super geil. Super geil. Da, 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 da. Zum Libro. Zum Libro. So, ich hab wieder. Schon viel los, gell? Hey, Patti, weißt du noch, hier warst du mal Haare schneiden. Wir müssen sowieso überhaupt Haare schneiden, bevor Schule beginnt. Du hast so viele Haare am Kopf. Ist die nicht heiß da drunter? Wir sind hier schon beim ersten Laden stehen geblieben. Das heißt so Flying Tiger Kopenhagen. Und da gibt es so viele coole Sachen. Komm, gehen wir mal weiter, Schatzi. Gehen wir mal rein. Schau mal. Da gibt es ein Kuschelpolster. Gehen wir mal rein. Magst du auch so einen Wal? Bitteschön. Gehen wir bitte mal rein. Da gibt es so viele coole Sachen. Das Graue ist ein Hai. Genau, und das ist ein Wal. Schau mal, die da. Da ein Schulplaner. Wow. Nein, haben Sie es mir angeschaut. Wie cool ist denn das denn bitte in Einkaufswagen? Na, ja, wir kaufen heute nicht so viel. Das reicht schon. Hey, nicht beide Krebs auf einmal. Na, das geht schon. Ja, meine Gewinn. Man sieht nichts mehr in der Kamera. Entschuldigung, voll auf die Kuschen. Ich brauche eine andere Farbe. So, zweite Runde. Alles blockiert. Was, Patrick? Danke. Warte, das ist genial. Das nehmen wir. Schau mal, da gibt es sogar Schnurrbärte und sogar auch meine Haarfarbe. Nachdem wir jetzt die Hälfte des Budgets in diesem Laden ausgegeben haben, eine Tüte voller Ramsch gekauft, zeigen wir euch dann zu Hause, gehen wir jetzt endlich Schulsachen einkaufen. Ja, hast du noch sowas? Sind die auch ganz gut? Okay, also Ölkreiden hast du. Ja. Dann also so welche haben. Ich gehe jetzt mit Einkaufsliste wie ich beim Baumarkt. Zement, Nägel. Okay, Buntstifte. Habe ich. Extra. In irgendwo. Extra? Ja. Ich habe nur meinen Federbänder. Wo ist der Patrick? Ich brauche den Patrick. Patrick! Komm mal her. Scheiße, du bist nicht am Markt. Habt ihr noch Tomaten? Thank you.
meine Lieben, wir sind jetzt aktuell beim Deichmann, weil die Kinder noch Patschen für die Schule brauchen. Und ja, also der Patrick probiert gerade die Patschen. Ich will wieder Patschen suchen, aber irgendwie finde ich nichts. Wow, so schaut ein Kindergartenkind aus, gell? Jetzt sind wieder zu Hause, ich sag's euch, wir waren jetzt ein paar Stunden weg. Wir sind fertig, ich bin so müde, wir sind alle so hungrig. Wir haben jetzt, also ich habe gestern Chili con Carne gemacht, das werde ich jetzt, also das wärme ich gerade auf. Und der Papa kocht hinten auch irgendwas für die Jungs. Sojaschnetzel mal wieder, wie im letzten Vlog. Das liebt ihr, oder? Das ist euer Lieblingsessen. Ja. Ich zeige euch ganz schnell ein paar Sachen, die wir gekauft haben. Die meisten Schulsachen, die wir geholt haben, werdet ihr dann bei Michelle am Kanal sehen. Wenn die möchte, dass ein Back to School Schulsachen-Haul-Video drehen. Da zeigt sie euch, was sie gekauft hat. Der Bati hat sich nur wenig geholt, aber der hat viele Fächer schon am Laptop. Patrick hat sich Hausschlappen geholt. Kannst du die auch in die Schultüte reingeben? Dann haben wir für die Luisa auch Hausschuhe und Turnpatscheln geholt, also einmal Turnpatscheln und einmal Hausschuhe für den Kindergarten. Sie hat auch einen Katzenrucksack. Habt ihr den schon gesehen? Weiß ich gar nicht. Sie hat ihn die ganze Zeit oben, sie will ihn nicht mehr abnehmen. Und für die Michelle haben wir auch so Hallenschuhe gekauft. Das sind richtig cool. Und die gehen auch für Mädchen, also weil irgendwie gibt es richtige Hallenschuhe, meistens nur für Jungs, die schauen wie Fußballschuhe aus, die wollte sie überhaupt nicht. Und die haben mir gut gefallen, Gott sei Dank. Ja, und ich zeige euch ein paar Kleinigkeiten, was wir gekauft haben. Das ist eine Kühe, das ist wurscht. Ein Ladekabel haben wir gekauft, weil ich glaube, es sind ein paar kaputt gegangen. Und der Papa kann nie sein Handy aufladen, der jammert immer. Dann hat sich der Papa ein Megafon gekauft für die Schulzeit, um die Kinder aufzuwecken. Vor allem der Patrick, der hört nichts. Der hört gar nichts. Den kannst du dreimal hintereinander aufwecken, der legt sich nochmal hier nieder. Wir hoffen, dass mit dem Megafon der Papa freut sich schon. Sonst haben wir dann nur so Plätzchen gekauft, so Kaugummi. Ja, das haben wir mitgehabt. Und die anderen Sachen kann ich euch nicht zeigen, weil die gehören eigentlich zum Back to School Haul von der Michelle. Und die Luisa hat sich noch so einen Wal gekauft und die Lara auch. Ja, und das war es eigentlich. Da haben wir gar nicht so viel Blödsinn gekauft, oder? Na, aber dafür? Wir haben, wie viel Geld haben wir ausgegeben? Wir haben beim Libro 150, oder? Nein, 170. Und beim Deichmann haben wir nochmal 50 für die ganzen Schuhe. Ja. Ja, da ist halt sowas wie ein Kaugummi, ein Radiergummi dabei, ein Spitzer noch. Solche coolen Sachen haben wir da gekauft. Aber das seht ihr dann ausführlich bei Michelle in ihrem Food Hall, sag ich, Schulsachen Hall. Ja, das war's. Und wie funktioniert das? Wir haben keine Batterie oder was? Oh no, wir brauchen so große Batterien. Die ganze haben wir nicht drin, ne? Nein. Ah, nein! Mist, ja, müssen wir holen. Megafon. Bitte mach den nicht kaputt, dann muss ich hier ruhig aufwecken. Wie machst du dann, Baba? Wie schaust du das dann aus? Du weißt nicht, wie das geht? Ja, da. Nein, also. Und dann? Ich werde es machen. Morgen, alle aufstehen! Schulzeit! Du bist eh wie ein Megafon, du kannst ja die Golden. Wii, wii, ja, aber die sind noch lauter. Schau, da kann ich sogar Volumen einstellen. Mach mit Maxim. Patrick, aufstehen, aufstehen! Es ist 7 Uhr. Um 7.20 Uhr fährt der Bus weg. Alle einsteigen, bitte! Erst um 7 Uhr aufwecken. Ja, 7 Uhr aufwecken, das ist ja mal spaßig, hä? 7.30 Uhr kommt der Bus. Ja, meine Lieben, wir werden jetzt auf jeden Fall schnell essen, weil wir sind mega hungrig. Mama, ich hab Hunger! Ich auch. Also bis gleich. Bye, bye! Ich habe mich jetzt schon bettfertig gemacht, umgezogen, Gesicht gewaschen und meinen Dutt aufgemacht. Ich kann nie mit Zopf oder Dutt schlafen. Wahrscheinlich wäre es besser für die Haare, aber ja, keine Ahnung, ich kann das nicht.
Ja, und ich wollte mich bedanken. Ich habe so viele Nachrichten bekommen vom letzten Vlog, wo ihr das gesehen habt, wie wir das Ganze umgebaut haben. Und da haben wir echt, echt gute Tipps dabei. Da waren echt gute Tipps dabei, wie zum Beispiel, es gibt bei Ikea so Rollo-ähnliche Dinger, so wie Vorhänge oder auch Vorhänge. Und das werden wir auf jeden Fall holen, weil ich meine, so offene Schränke schauen ja echt gut aus bei Leuten, die halt richtig stylisch angezogen sind, die entweder nur weiße oder schwarze Klamotten haben. Aber hier bei uns ist alles so alle Farben der Welt vertreten, vor allem der Papa mit seinen Westen hier und sein Anorak. Schaut ganz super. Und bei mir auch die ganzen pinken Sachen und so. Schaut halt nicht so nice aus und auch nicht diese Körbe, wo ich halt à la Marie Kondo alles gefaltet habe. Das hat einfach nicht, das hat nicht schön aus, kann man ja nicht so lassen, ne? Deswegen werden wir auf jeden Fall noch zum Ikea gehen und uns da was anschauen, was da halt für unseren Schrank passt. Das wird sich nämlich dann auch super ausgehen. Und sonst, ja, danke für die Tipps. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!